Moin Moin und herzlich willkommen im Copter College. Wie ihr seht, es geht heute um einen neuen Copter. Einige von euch warten schon sehnsüchtig darauf, dass er endlich auf den Markt kommt und hier bei mir vorgestellt wird. Ja, es ist soweit, es ist der neue Copter von Unique, der Tornado H920. Wie ihr seht, ist das ein Hexakopter. Ja, und der hat einige tolle Features, einige ganz wichtige Punkte. Ich möchte euch heute, bevor ich mit meiner Serie zum H920 beginne, schon mal einen Gesamtüberblick über diesen neuen Copter zeigen. Das heißt, bevor es bei mir mit dem Unboxing, dem Zusammenbau und alles, was danach folgt, losgeht, geht es in dieser Serie damit los, die wichtigsten Ausstattungsmerkmale des H920 euch vorzustellen, ja, und euch quasi einen Überblick über den H920 zu geben. Fangen wir erstmal damit an, wo drin der Copter geliefert wird. Er wird in einer großen, stabilen Box geliefert. Die steht hier neben meinem Tisch. Ich werde die hier einmal hochholen. So sieht das Ganze aus. Das ist die Box, in der der H920 ausgeliefert wird. Da kann man auch noch Rollen drunter machen. Auch die werden hier einmal mitgeliefert. Das ist hier so ein Rollenset, das mitgeliefert wird. Das kann dann unten nur den Koffer gemacht werden. Also, man hat die Möglichkeit, den Copter relativ gut durch die Gegend zu transportieren. Kleiner Nachteil dabei, das werde ich dann aber auch nochmal detailliert vorstellen. Man muss die Beine, das Landegestell jedes Mal abnehmen, wenn man den Copter verpacken möchte. So inklusive des Landegestells passt er nicht rein und ist ein klein wenig zu hoch. Aber man hat immerhin eine sehr schöne Transportbox. Ja, was kommt sonst noch mit? Natürlich der Copter, Hexakopter. Und das Besondere daran, ihr seht das hier schon, hier ist die Übergangsstelle, die Arme sind klappbar. Das heißt, wir haben hier so einen Schraubverschluss, den öffne ich und dann klappt der Arm nach unten. Das heißt, der Copter ist relativ kompakt, wenn ich alle Arme einmal eingeklappt habe und kann somit eben wieder in der Kiste zum Transport verstaut werden. Ja, was kommt weiterhin mit? Es kommt mit der Gimbal, das ist hier dieser große Gimbal. Ja, und schon mal hier eine Frage, die ja immer wieder gekommen ist. Wie sieht es mit der Drehbarkeit des Gimbals aus? Ja, und das kann ich euch zeigen. Ich drehe den hier einmal so ein bisschen den Copter, damit ihr das hier in der zweiten Kamera erkennen könnt. Ich kann den Gimbal komplett um 360 Grad endlos drehen. Das heißt also, der hat keinen Anschlag und nichts. Ja, das liegt daran, dass der Sender, das heißt also die Sendeeinheit des Copters, am Gimbal ist. Und deswegen wird über den Stromanschluss oben oder über den Anschluss zum Copter praktisch nur der Strom durchgespeist. Und das ist relativ einfach hier in so einen Schleifenkontakt unterzubringen. Das heißt, die gesamte Bildübertragung, die geht hier direkt über den Sender, der hier hinten angebaut ist. Den kann ich euch ja auch hier nochmal in der Detailkamera zeigen. Dann seht ihr das. Hier ist dann einmal die Sendeeinrichtung, die Sendeeinheit, mit der das FPV-Signal, also das First-Person-View-Signal, auf die Fernsteuerung übertragen wird. Der Übertragungsweg ist analog, das heißt, wir haben keine digitale Übertragung hier, sondern wir übertragen das Bild analog mit den in Deutschland erlaubten Sendeleistungsgrenzen. Von daher, von der Reichweite her, werden wir sicherlich nicht solche Rekorde zu erwarten haben, wie wir es auf digitalem Übertragungsweg beispielsweise bei der DJI Inspire 1 bekommen werden. Da werden wir also sicherlich etwas weniger Reichweite zu erwarten haben.
Der Gimbal ist vorbereitet für die Panasonic GH4, das heißt eine Systemkamera, 16 Megapixel Micro Four Thirds Sensor mit der Aufnahmemöglichkeit. Und jetzt kommt eben das Spannende, nicht nur in Full HD, sondern auch in 4K und das mit einer Datenrate von bis zu 200 Mbit. Das heißt also, wir bekommen hier wirklich professionelle Aufnahmen, sowohl was das Thema Foto, 16 Megapixel, auch im RAW-Format natürlich, als auch und das ganz speziell das Thema Video anbelangt. Die GH4 hat sich in den letzten Monaten, schon fast Jahren muss man sagen, in den letzten Monaten als professionelles Arbeitsmittel für Videographer entwickelt. Die verwenden die GH4 gerne für kleinere Aufnahmeprojekte, weil eben die Bildqualität durchaus auf professionellem Niveau liegt. Hier also ein ganz klarer Unterschied und ein ganz klarer Vorteil zur Inspire oder der Phantom 3. Das heißt, wir arbeiten hier mit einer professionellen Systemkamera und haben somit natürlich auch qualitativ ganz andere Möglichkeiten und können damit qualitativ auch ganz andere Ansprüche Genüge tun. Zum Einsatz kommt hier das 12 mm 2.0 von Olympus. Das ist vorgegeben, das heißt, dieses Objektiv ist hier in dieser Kombination so vorgegeben. Wir haben hier keine Möglichkeit, ein anderes Objektiv anzusetzen. Das ist im Übrigen auch bei DJI, beim Zenmoose Gimbal für die GH4 genau das Gleiche. Auch da kommt das 12 mm Olympus Objektiv zum Einsatz. Ich kann das hier ja noch einmal im Detail zeigen. Also das hier ist das Objektiv, 12 mm Objektiv von Olympus. Sehr, sehr hochwertiges Objektiv. Top-Qualität, das Objektiv, muss man also wirklich sagen, ist ein wirklich First-Class-Objektiv, was da drauf ist. Brennweite entspricht dann, verglichen mit dem Kleinbildformat, 24 mm, da wir ja mit dem Micro Four Thirds Sensor einen Brennweitenverlängerungsfaktor von zweifach haben. Als Propeller kommen Carbon-Propeller zum Einsatz, die müssen einmal aufgeschraubt werden. Das heißt, es sind nicht, wie es ursprünglich mal die Idee war, Klapppropeller, sondern das sind ganz normale Propeller, die eben hier mit zwei Schrauben einmal auf dem Motor fixiert werden. Ja, und die müssen dann leider, auch wenn wir den Kopter transportieren wollen, in der Box wieder abgebaut werden. Aber wie gesagt, schöne Carbonpropeller, wirklich sehr gut gearbeitet, so wie ich das hier erkennen kann. Freue mich da auch schon drauf, mit zu fliegen, um zu sehen, wie das Laufgeräusch des H920 ist. Wichtiger Punkt natürlich neben dem Kopter selber, das ist die Fernsteuerung. Ja, und die seht ihr hier, das ist die große ST24, hier mit dem großen Bildschirm, den vielen Kanälen und Einstellmöglichkeiten. Da werde ich euch gleich dann nochmal ein kleines bisschen was dazu zeigen, welche Möglichkeiten wir hier mit dieser Fernsteuerung haben. Wie gesagt, schöner großer Bildschirm mitgeliefert. Ist dann auch ein solcher Sonnenschutz. Den kann ich ja einmal da drauf setzen, damit ihr seht, wie das Ganze aussieht. Hier ist also einmal die Fernsteuerung und dieser Sonnenschutz wird dann hier einfach seitlich in diese kleinen Ösen eingesetzt und bietet dann also einen guten Sichtschutz. Ich mache den jetzt ab, damit ihr gleich das Display etwas besser erkennen könnt. Also auch hier eine sehr schöne Sache, das heißt, wir haben hier einmal den Sonnenschutz für den Bildschirm. Ja, was wird weiter mit ausgeliefert? Das sind dann zwei Akkus dieser Art hier. Ich lege das mal weg, damit das hier nicht so blendet. Das sind dann zwei Akkus in dieser Form. 4000 mAh 6S Akkus, zwei Stück, wie gesagt, liegen bei. Und wenn ich diese beiden in den Akkuschacht einlege, plus Gimbal, plus GH4, dann bleibe ich bei einem Gewicht von haarscharf unter 5 Kilogramm.
Und das ist natürlich schon sehr, sehr klasse wert, denn damit brauche ich, um diesen Kopter zu fliegen, keine Einzelaufstiegsgenehmigung, sondern kann mit einer allgemeinen Aufstiegsgenehmigung diesen Kopter fliegen. Die Akkus kommen hier vorne rein. Ich kann das mal gucken, ob man das erkennen kann, wenn ich das hier in die zweite Kamera halte. Das ist ein bisschen schwierig. Dann stelle ich ihn einmal hier so ein bisschen zu mir, da könnt ihr das auch etwas besser erkennen. So, und wenn ich hier vorne einmal die Klappe aufmache, dann seht ihr hier vorne, da ist das Akkufach. Hier kommen die Akkus rein und es können bis zu 3 Akkus eingesetzt werden. Die Anschlüsse für den Akku befinden sich, mal den Kopf dann ein kleines bisschen drehen, dann kann man das besser sehen. Die Anschlüsse für den Akku befinden sich hier einmal an der Oberseite. Das heißt, der Akku wird hier einfach reingeschoben und dann hier an der Oberseite, dort ist dann einmal der Anschluss. Aber wie gesagt, das zeige ich euch dann nochmal ganz detailliert in meinen Videos vom Zusammenbau bis zum ersten Flug und den verschiedenen Einstellungen. Nur damit ihr das schon mal gesehen habt, also hier das Akkufach für die maximal 3 Akkus. Wenn ich ihn dann mit 3 Akkus fliege, dann liege ich ganz knapp über der 5 Kilo Grenze, habe dann aber natürlich eine längere Flugzeit. Also wie gesagt, 2 dieser Akkus werden mitgeliefert. Schöne daran, das sind im Prinzip Standardakkus, also das ist eine Standardgröße, keine Spezialakkus, so wie sie bei DJI, beim Inspire oder dem Phantom verwendet werden. Mitgeliefert wird dann ein Ladegerät. Ihr seht, das ist also schon ein ganz ordentliches Teil, ein amtliches Teil. Das ist nun nicht gerade ein Kinderspielzeug, sondern hier haben wir ordentlich Power in dem Ladegerät. Wir haben 2 Anschlüsse, das heißt, wir können 2 Akkus parallel laden, plus einmal hier ein USB-Anschlusskabel. Und über dieses USB-Anschlusskabel, da lässt sich dann die Fernsteuerung laden. Die hat hier an der Unterseite den USB-Anschluss und damit wird dann die Fernsteuerung geladen. Mitgeliefert zu dem Ladegerät sind natürlich alle wichtigen Sachen, die ich brauche. Das heißt, einmal 2 entsprechende Ladekabel werden mitgeliefert, dann die beiden Balancer-Anschlüsse werden natürlich mitgeliefert und sehr praktisch neben dem Netzkabel wird noch die Möglichkeit angeboten, dass ich den Lader an der Autosteckdose oder an Autobatterie anschließe, denn ich habe hier auf der Rückseite, hier seht ihr das an dieser Stelle, die Möglichkeit, dieses Kabel hier anzuschließen und dann 11 bis 20 Volt Gleichspannung die anzuschließen und damit dann auch unterwegs über eine Autobatterie die Akkus, die Flugakkus und die Fernsteuerung zu laden. Also alles eine sehr durchdachte Angelegenheit. Wie gesagt, ein ordentliches Ladegerät mit ordentlich Power, das hat also ordentlich Dampf und damit lassen sich die Akkus dann auch zügig laden. USB-Kabel entsprechend mit dabei. Dann gibt es hier noch so ein Gurt zum Umhängen, damit ich mir die Fernsteuerung umhängen kann. Mit dabei ist dann noch ein Lipo-Tester, mit dem ich kontrollieren kann, welche Spannung meine Lipos haben. Andersrum, immer das Gleiche, ich mache es immer falsch rum. So, und dann wird mir hier auf dem, Lipo-Tester die einzelne Zellenspannung angezeigt und ich kann so sehr gut kontrollieren, ob ich einen vollen Akku auch tatsächlich einlege. Also auch daran gedacht, sehr schön. Dann liegen hier noch ein paar Kärtchen dabei mit den wichtigsten Informationen zu den Leuchtcodes, LED-Status des Kopters. Ja, und das war's. Schraubenzieher ist noch mit dabei, um einmal die Schrauben für das Landegestell anzuschrauben und natürlich um die Schraube für die Propeller anzuschrauben. Ja,
Das sind also alles die Teile, die dabei sind. Wie gesagt, der Gimbal ist auch dabei. Ja, und was wir jetzt machen, damit wir mal sehen, welche Möglichkeiten wir hiermit haben. Wir schalten einmal ein. Wie ihr das vom Q500 schon kennt, arbeitet hier ein Android-System. Das heißt, es braucht einen kleinen Moment, bis das System hochgefahren ist. Hier ist ein Lüfter eingebaut. Ihr hört vielleicht schon im Hintergrund das leise Lüftergeräusch. Das liegt natürlich zum einen daran, dass wir hier den großen Bildschirm haben und auch eine ganze Menge Elektronik untergebracht haben. Gucken wir einmal auf die Rückseite, dann sieht man, dass hier an dieser Stelle das Akkufach ist. Das heißt, hier ist ein Lithium-Batterie, keine Lithium-Polymer-Batterie, sondern eine Lithium-Ionen-Batterie eingesetzt, die die Fernsteuerung mit Spannung oder Strom versorgt. Hier ist noch so ein kleiner Bügel, an dem kann man entweder die Fernsteuerung tragen oder wenn man sie auf den Tisch legt, hier einmal so ein bisschen ausklappen und dann einmal hinstellen. Aber wie gesagt, eigentlich der Griff zum Tragen. So, schalten wir den Kopter einmal hier vorne ein, wie beim Q500, vorne der Einschalter. Kopter startet. Der Gimbal richtet sich aus. Die GH4 habe ich bereits angebaut am Gimbal, werde die jetzt einmal einschalten. So, jetzt ist die Kamera dann auch eingeschaltet. Einmal fokussieren, damit wir gleich ein scharfes Bild kriegen. So, und jetzt sollten sich gleich die beiden Geräte verbinden. Einmal die Fernsteuerung mit dem Flight Controller, das heißt also mit dem Controller, mit dem ich den Kopter steuere, und dann einmal die FPV-Verbindung sollte dann ebenfalls zustande kommen. Das dauert alles einen kleinen Moment. Wir haben hier, wenn ihr euch diese Menüanzeige anguckt, genau das gleiche, wie wir es auch beim Q500 haben. Und da seht ihr schon, jetzt ist das Bild da. Drück einmal hier den Auslöser, damit wir ein scharfes Bild bekommen, damit die Kamera einmal scharf stellt. So, jetzt seht ihr, hier ist das Bild. Ja, und jetzt habe ich die Möglichkeit, über den linken Drehregler, das kennt ihr auch schon von der Q500, die Kamera zu schwenken. Das heißt, ich kann jetzt einmal die Kamera nach unten schwenken und einmal die Kamera nach oben schwenken. Genauso habe ich die Möglichkeit, wenn ich in dem entsprechenden Modus bin, über dieses Drehrad die Kamera nach links und rechts zu schwenken. Dazu muss ich dann aber tatsächlich den Modus entsprechend einschalten, also den Freilaufmodus, sodass ich den Gimbal in der Drehung selber steuern kann. Oder es gibt natürlich auch die Möglichkeit, den Modus zu wählen, dass die Kamera immer nach vorne zeigt. Das ist also so dann der fixierte Modus. Ihr seht, ich habe hier über dieses Drehrad hier eben die Möglichkeit, die Kamera zu schwenken. Ich kann die auch, kann das auch einmal so einstellen, dass ich die auf eine ganz langsame Geschwindigkeit stelle. Das heißt also, wenn ich jetzt hier einen Rundumschwenk machen möchte, lasse ich das einfach so stehen und die Kamera schwenkt dann ganz langsam in einem gleichmäßigen Tempo einmal rum. Zusätzlich habe ich die Möglichkeit zu sagen, ich möchte die Kamera nach vorne ausrichten. Dazu einfach einmal diesen Hebel nach vorne und dann geht die Kamera quasi in die Flugrichtung einmal nach vorne und wir haben die Kamera wieder nach vorne ausgerichtet und haben dann, wenn wir fliegen, eben auch wieder unsere Orientierung. Hier habe ich die Möglichkeit umzuschalten zwischen GPS und ATI-Modus. Hier habe ich die Möglichkeit zwischen den verschiedenen Modi Smart, Angle und Return to Home umzuschalten. Und hier an dieser Stelle, da haben wir dann einmal den Hebel, mit dem wir das Landegestell hochfahren können. Da passiert jetzt nichts, weil das funktioniert erst, wenn der Kopter dann auch in der Luft ist. Das heißt also jetzt aktuell kann hier nichts passieren, wenn ich den Hebel bewege. Hier werden einmal die Motoren gestartet, das kann ich jetzt einmal machen. Wenn ich hier drauf drücke, sollten die jetzt gleich anlaufen.
Und genauso stoppe ich die Motoren dann auch entsprechend. Ich habe hier Trimmöglichkeiten. Ich kann hier verschiedene Punkte in meinem Display ausschalten. Das heißt, wenn ich jetzt eben nur das Hauptdisplay sehen möchte, dann kann ich da einmal drauf gehen. Ja, toll, der Akku ist genau jetzt im richtigen Moment leer geworden, wo ich es eigentlich brauchen würde. Muss ich ihn gleich einmal wechseln. Schalte die Kamera einmal kurz aus. Also, hier habe ich die Möglichkeit, eben verschiedene Optionen einzublenden. Jetzt befinde ich mich in der Version, dass ich sowohl das FPV-Bild habe, als auch den Kopter steuern kann. Ich kann das mir individuell einstellen. Ich kann sagen, ich möchte mit dieser Fernsteuerung nur den Kopter fliegen. Das heißt, ich möchte mich voll auf das Fliegen konzentrieren. In dem Moment wäre es dann so, dass ich hier einen anderen Modus wählen würde. Ich würde hier dann beim Starten den sogenannten RC-Modus wählen. Und im RC-Modus, da habe ich eben nur die Möglichkeit, dann den Kopter zu steuern. Ich habe kein FPV-Bild, ich habe aber hier sämtliche Telemetrieanzeigen, sämtliche Telemetriedaten und steuere dann hier drüber den Kopter. Eine zweite Person hätte dann eine zweite Funkfernsteuerung und damit würde man dann das FPV-Bild abrufen und über die Sticks dann die Kamera steuern, also einmal nach unten oben schwenken und einmal um die Achse drehen und würde dann da entsprechend das FPV-Bild angezeigt bekommen. Gehen wir wieder zurück in die Funktion FPV. Da müssen wir im Moment noch einen kleinen Umweg gehen. Das heißt, wir müssen hier das noch einmal aktivieren, damit wir dann da wieder drauf kommen. Ganz wichtig, das, was ich hier zeige und was ich hier habe, ist, es ist kein Vorserienmodell, aber es sind die ersten Modelle, die jetzt ausgeliefert wurden an uns Blogger, die darüber schreiben. Ich selber werde auch Schulungen auf dem H920 machen, also im Copter College wird es spezielle Schulungen hier im Raum Norddeutschland für den H920 geben. Ich werde natürlich auch wie den Q500 wieder verkaufen und für die Kunden spezielle Pakete und Schulungen zusammenstellen. Und deswegen, wir sind noch nicht in der absolut finalen Firmware-Version und auch noch nicht in der absolut finalen Version des Copters. Aber das, was ich jetzt alles sage zu den Propellern, zur Fernsteuerung, Ladegerät etc. pp., all das ist final. Wie gesagt, bei der Fernsteuerung, bei der Firmware, da wird es bis zur letzten Sekunde natürlich nochmal Updates geben. Was kann ich noch zeigen? Wir haben hier die Möglichkeit, über den HDMI-Ausgang, der hier an der Rückseite der Fernsteuerung ist, einen externen Monitor anzuschließen. Jetzt gucke ich mal, ob ich die GH4 noch ein letztes Mal zum Leben erwecken kann und werde dann hier den Monitor anschließen. Aber wenn ich sie nicht zum Leben erwecken kann, dann sehen wir zumindest, werden wir zumindest das Bild der Anzeige sehen. Das heißt, wenn ich hier jetzt einmal drauf gehe und den Monitor einschalte, dann werdet ihr hier, ja, die Kamera lässt sich nicht mehr so wirklich zum Leben erwecken, der Akku ist leer. Aber ihr seht, hier ist dann das Bild drauf zu sehen. Das heißt, ich sehe genau das gleiche Bild, was ich auf der Fernsteuerung habe, sehe ich auf meinem externen Monitor. Im Moment ist es noch nicht möglich, nur das Kamerabild, also nur das FPV-Bild auf diesem Monitor auszugeben, sondern im Moment ist es eben so, dass ich das gesamte Display, also quasi das, was ich auf der Fernsteuerung sehe, 1:1 gespiegelt bzw. übertragen bekomme. Ein reines FPV-Bild, sodass ich also wirklich nur das Bild habe, was die Kamera aufnimmt, das ist zurzeit noch nicht möglich. So, dann wollen wir den hier einmal wieder abklemmen und rüberstellen. Aber zumindest eröffnet sich damit schon mal die Möglichkeit, wer denn einen etwas größeren Monitor als diesen haben möchte,
kann sich das mit einem Sendepult kombinieren, wo dann hier oben vielleicht ein 10-Zoll-Monitor dran ist. Für einen Inspire-Kunden habe ich das auch gebaut mit einem 10-Zoll-Valimax-Monitor, der wirklich ein super helles, klares Bild liefert. Ja, und somit hat der Video-Operator dann eben die Möglichkeit, da das Bild noch etwas größer, noch etwas klarer und präziser zu sehen. Was gibt es sonst noch dazu zu sagen? Ja, das waren eigentlich schon die wichtigsten Punkte des H920 in der Zusammenfassung. Also einmal Hexacopter, maximal 3 Akkus bei 2 Akkus unter 5 Kilo, Kamera GH4 mit dem 12 mm Olympus Objektiv. Das ist natürlich extra zu kaufen und nicht im Preis des Kopters inbegriffen. Analoge Übertragung des Signals, Funkfernsteuerung mit großem Display, Sonnenschutz, verschiedenen Einstellmöglichkeiten, Schwenk der Kamera, Drehung der Kamera, natürlich auch Auslösen Foto-Video. Das heißt, ich habe hier einmal die Funktion, um ein Foto auszulösen und auf der anderen Seite die Funktion, um ein Video zu starten. Das heißt, ich kann im Flug einmal ein Foto aufnehmen und auch ein Video starten. Einklappbares Landegestell im Flug, verschiedene Flugmodi, GPS, ATI und hier dann die Umstellung zwischen Smart-Modus, Angle-Modus und Return to Home. Die Frage natürlich, gibt es bereits eine Waypoint-Steuerung? Nein, zurzeit gibt es noch keine Waypoint-Steuerung. Das heißt, im Moment müssen wir manuell fliegen. Flugzeit und Reichweite, das sind Sachen, die werde ich dann bei meinen ersten Flügen ausprobieren. Werde dann eben auch sehen, welche Reichweite ich mit der analogen Bildübertragung beim H920 habe. Wenn man den Copter nun mit einem Inspire 1 vergleicht, dann ist ein ganz wesentlicher Punkt oder ein wichtiger Punkt, der hier den entscheidenden Unterschied ausmacht, und das ist die Kamera. Wenn ich mit den Anforderungen eines Inspires auskomme, ist das sicherlich ein sehr guter Copter. Wenn ich aber höhere Ansprüche an die Videoqualität stelle, höhere Ansprüche an die Fotoqualität stelle, dann ist der H920 die Wahl. Denn mit der Kamera, mit der GH4, bekomme ich hier in einer sehr kompakten Bauweise die Möglichkeit, exzellente Fotos zu machen und vor allen Dingen exzellente Videos in 4K und Full HD zu drehen. Ich kann auch eine Zeitlupenoption wählen, das heißt also, ich habe auch die Möglichkeit, eine höhere Framerate zu wählen und eben eine Zeitlupenoption zu machen. Also ich habe, was die Qualität der Kamera und die Qualität der Aufnahmen anbelangt, hier mit dem H920 nochmal eine andere Kategorie als mit einem Inspire und liege da nochmal ein Level oben drüber. Allerdings, und das muss man natürlich auch sagen, liege ich auch preislich höher. Ich liege hier in der Grundausstattung des Copters bei knapp unter 5.000 Euro. Der finale, ganz finale Preis steht noch nicht fest, aber wir werden hier unter 5.000 Euro liegen. Dann kommt nochmal die Kamera GH4 mit Objektiv dazu. Das werden auch nochmal roundabout 2.000 Euro sein. Das heißt, wir liegen hier im Gesamtpaket nahezu beim Doppelten des Inspire, und das ist natürlich eine Hausnummer, aber ich kriege natürlich auch ein deutlich qualitativ anderes Paket, was ganz anderen Ansprüchen genügt als das des DJI Inspire 1, der ja quasi so ein bisschen der Mitbewerber und der Konkurrent ist. Also zwei unterschiedliche Zielgruppen, die hier angesprochen werden. Ich bin schon gespannt auf meine ersten Flüge, freue mich schon drauf. Die GH4, die kenne ich ja bereits aus meinem Test, den ich vor einem Jahr gemacht habe, kenne die Kamera sehr gut, weiß also, was sie leisten kann, weiß auch, was da für eine Fotoqualität rauskommt. Ja, da muss ich sagen, da sind eben die 16 Megapixel auf dem Micro Four Thirds Sensor in Verbindung mit diesem Objektiv natürlich schon eine ganz andere Hausnummer als das, was bei 12 Megapixel bei einem
kleinen Kompaktkamerasensor aus der Inspire oder Phantom 3 rauskommen. Kleiner Nachteil ist, ich habe hier nicht so eine schöne App, mit der ich viele Möglichkeiten habe, wie Gainwerte während des Fluges zu verstellen und. Ich habe hier natürlich eine Benutzeroberfläche, aber die ist nicht ganz so elegant wie die beim Inspire. Und was im Moment noch fehlt, da wird sicherlich zukünftig auch noch Änderungen geben, was im Moment noch fehlt, ist die digitale Bildübertragung mit dann einer etwas größeren Reichweite. Aber dennoch muss ich sagen, ich bin positiv überrascht von dem, was Unique hier auf die Beine gestellt hat und bin wirklich sehr, sehr positiv von dem überrascht, wie der Copter nun letztendlich aussieht, auch wie der Gimbal aussieht, wie der gebaut ist, wie die Kamera da reinpasst. Alles das sind Punkte, wo ich wirklich sehr, sehr positiv von überrascht bin. Ja, und mich freue, dass es da eben auch jetzt zum großen Global Player DJI eben einen Mitbewerber gibt, der eben auch wirklich ein sehr, sehr gutes, ein sehr tolles Produkt anbietet und ja, doch eine schöne Konkurrenz ist zu DJI. Und vor allen Dingen der ganz große Vorteil eben mit diesem Copter unter 5 Kilogramm bleibt. Und das ist eben ein ganz, ganz wichtiger Punkt für all diejenigen, die nicht auftragsgebunden zu bestimmten Zeiten immer Vorlaufzeiten haben, sondern die auch mal spontan bei gutem Wetter Luftaufnahmen machen möchten und die etwas spontaner fliegen möchten. Denn genau das ist hier mit dem H920 in der Klasse knapp unter 5 Kilogramm möglich. Ja, das soll es gewesen sein für heute, die Vorstellung des Unique H920 mit seinen verschiedenen Funktionen, Bestandteilen etc. pp. Ich wollte euch diesen Überblick jetzt als erstes mal geben, damit ihr schon in etwa wisst, was auf euch zukommt. Ja, und in den nächsten Tagen geht es dann eben los. Naja, ein Unboxing wird es nicht mehr geben, aber ich werde euch zeigen, wie der Copter zusammengebaut wird, werde euch nochmal ein paar Einstellungen in der App zeigen. Ja, und dann geht es natürlich raus zum ersten Flug. Da werdet ihr dann das Flugverhalten sehen und sehen, wie sich der H920 in der Luft verhält. Solltet ihr Fragen dazu haben, solltet ihr Interesse am Copter College haben, also den Schulungen auf den Coptern, damit natürlich auch auf dem H920, meldet euch gerne bei mir, die Adresse www.coptercollege.de. Dort findet ihr meine Kontaktdaten, Telefonnummer und die Adresse. Wie gesagt, die Schulungen auf dem H920 werde ich hier oben in Norddeutschland bei Hamburg auf unserem Flugplatz geben und arbeite da ganz eng mit Unique zusammen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann bitte einmal ein Like hier unten drunter, meinen Kanal abonnieren. Ja, und ich würde mich freuen, euch bei einem meiner nächsten Videos über den H920 oder auch die anderen Copter wieder begrüßen zu dürfen. Bis dahin viel Spaß beim Fliegen und wie gehabt und immer, tschüss und moin moin.